Hm, wer klopft denn da? Ich mach auf. Hallöchen. Hier, bitte sehr. Hier, die Lieferung. Oh, was für eine schwere Kiste. Hä, was hat sie denn da? Mal sehen. Ein paar Bretter, das ist gut so. Ich werde mir gleich mein Traumbett daraus bauen. Oh, was für ein großes Holzding. Ich leg's auf den Boden. Hä, was hat die vor? Mann, die ist ja komplett in die Kiste eingetaucht. Hm, das ist mein kleiner Zaun. Der ist ja riesig. Ich habe fast alles raus. Und natürlich noch das Werkzeug. Ah, das hat weh getan. Ah, weg mit der Kiste, die brauche ich nicht mehr. Und was hat die jetzt vor? Die Bauarbeiterin Mary macht sich an die Arbeit. Aha, das kommt hier hin. Und das hier hin. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin die geborene Baumeisterin. Das wird gleich richtig schön. Jetzt habe ich ein Bett mit 2 Etagen. So eins wollte ich schon immer mal haben. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Das ist ja fast besser als meins, aber das werde ich gleich ändern. Jetzt warte ich auf den Kurier. Da kommt er. Hello. Leute, hallo, das ist für euch. Fertig. Oh, was für eine Schönheit. Na, das sage ich doch. Okay, das Bett ist aufgebaut. Hier fehlt noch ein bisschen Licht. Und noch ein paar nette Bilder. Na, lass mal nachschauen, wie alles funktioniert. Wunderbar, gefällt mir. Unglaublich. Mach den Mund zu. Na, wer hat jetzt das coolste Bett? Ah, das hat wehgetan. Was macht denn da meine Nachbarin? Das geht dich nichts an. Ich muss mir doch was überlegen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich brauche einfach ein paar Vorhänge. Die gefallen mir gut. Und diese Tischdecke ist auch nett. Ich habe zwar nicht viel Geld, aber dafür habe ich ein cleveres Köpfchen. Sieht doch schon mal schön aus, oder? Mindestens genauso gut wie bei Jennifer. Ah, das hat wehgetan. Was erlaubst du dir? Wow, das sieht ja schon schick aus. Aus der Tischdecke mache ich mir noch eine Hängematte. Oh, das ist richtig gemütlich. Gefällt mir. Na, Nachbarin, was sagst du dazu? Irgendwie ist mir langweilig. Ah, gleich werde ich mir was richtig Cooles bestellen. Ja, ich komme schon. Hier, guten Tag, Ihre Lieferung. Na, komm mal rein. Kannst du das bitte installieren? Aber auf jeden Fall. Fertig. Ach, bitte sehr. Das Geld. Wiedersehen. Hallöchen, ich wollte euch alle zu meiner Party einladen. Hallo, Mädels. Schaut euch mein kleines Häuschen an. Das sieht ja toll aus, Jennifer. Richtig gemütlich. Das ist eine private Party. Keiner darf da rein. Es wird Zeit für ein bisschen Musik. Tja, ich glaube, ich habe auch eine gute Idee. Ich brauche die Tischdecke. Und jetzt etwas Geschirr. Und ein paar treue Freunde. Hä, was macht die denn da? Ich muss die Musik lauter machen. Ah, was ist denn hier los? Ich hoffe, Mary gefällt unsere Party. Ah, es wird Zeit, dass ich zurückschlage. Hallo, meine Nachbarin spielt die Musik viel zu laut hier. Na endlich, da ist der Hausmeister.
Ja, guten Tag, was ist los? Kommen Sie mal mit. Hier sind die Stirnfriede. Vielleicht werden wir dem auf den Grund gehen. Hä, was ist hier los? Wer bist du denn? Ich habe hier einige Beschwerden über Sie gehört. Ach, was Sie nicht sagen. Ich glaube, damit können wir das Problem lösen, oder? Oh, ja, natürlich. Kein Problem. Ich gehe dann mal. Oh, was soll das denn? Okay, ich habe eine andere Idee. Ich muss einfach meine eigene Party starten. Zuerst brauche ich diesen Globus hier und jetzt diese alten CDs. Ich habe mir schon was überlegt. Die CDs zerschneide ich in kleine Splitter. Super. Und jetzt nehmen wir uns diese Splitter und kleben sie auf den Globus. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. Die Disco-Kugel kommt hier oben an. Die beste Dekoration. Und den Rest der CDs bringe ich auch noch hier an, damit die schön leuchten. Wer braucht schon eine teure Soundanlage, wenn ich einfach einen Lautsprecher benutzen kann? Hauptsache, die Musik ist laut genug. Das macht so richtig viel Spaß. Hey, was ist denn da los? Oh, diese Party gefällt mir viel mehr. Hallöchen. Wir wollen mitmachen. Ich muss mir noch was überlegen. Aha, ich habe doch ein paar dieser Glühbirnen hier. Oh, die sind ja toll. Jetzt brauche ich noch ein Kabel. Und fertig ist meine Girlande. Jetzt bringe ich die nur noch hier oben an. Was hat die denn schon wieder vor? Oh, das sieht richtig gemütlich aus. Ich mag mein kleines Häuschen. Oh, da muss ich sofort was Besseres kaufen. Guten Tag, kommt mal schnell rein. Ich will, dass hier alles mindestens genauso gut scheint wie bei Mary. Awesome. Ach, so sieht's gut aus. Herzlichen Glückwunsch. Es funktioniert. Hier ist das Geld. Vielen Dank. Oh, das sieht ja schön aus. Tja, nicht so toll wie bei dir, oder? Ah, schau mal. Oh nein, mein kleines Haus brennt. Warte, wir haben noch einen Feuerlöscher. Gleich kriegen wir das wieder in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, Jennifer. Das wird schon. Na also, ich hab's geschafft. Mein Haus ist ruiniert. Tut mir leid, Jennifer. Du kannst ja so lange in meinem wohnen. Okay, lass uns zu dir gehen. Gefällt's dir hier? Ja, aber eindeutig. Hier, schau mal. Das sind Huggy Wuggy und Kissimissi. Oh, das ist ja toll. Ich will anfangen. Mal sehen, was ich hier habe. Oh, wow. Ein Happy Meal. Super, und was hab ich? Igitt, stinkender Knoblauch. Das will ich nie essen. Keine Sorge, ich fange an. Pommes und Burger. Was könnte besser sein? Ich fange mit dem Burger an. Ich tunke ihn in Schokolade. Das habe ich noch nie gemacht. Aber ich glaube, das wird lecker schmecken. Na dann, probieren wir mal. Oh, das schmeckt ja gut. Ich will auch was probieren. Tut mir leid, aber ich habe den Burger schon aufgegessen. Das war wunderbar. Jetzt geht's an die Pommes. Mit Schokolade. Mal sehen, mal sehen. Das schmeckt auch fantastisch. Kannst du mir auch was geben? Okay. Natürlich, bitte sehr. Nur ein Stückchen? Aber okay. Vielen Dank. Okay, meine Packung ist alle. Und diese Pommes gehen auch noch in die Schokolade. Einen Moment. Fertig. Jetzt bist du dran. Soll ich jetzt mal wirklich diesen Knoblauch essen? Wie geht der? Riecht ja schrecklich. Moment, ich habe eine Idee. Ich nehme mir einen Shaker, lege da den Knoblauch rein und beträufle alles mit ein bisschen Schokolade. Das wird sicher besser schmecken.
los. Ich erwarte, dass ich einen Knoblauch-Schokoladenshake mache und den fiesen Knoblauchgeschmack nicht schmecken werde. Mal sehen, was daraus geworden ist. Hoffentlich nimmt die Schokolade den unangenehmen Knoblauchgeschmack weg. Sieht doch hübsch aus, oder? Ich weiß ja nicht. Wie auch immer, probieren wir mal. Oh nee, das schmeckt dazu gar nicht. Haha, wie lustig sieht das denn aus? Okay, weg mit dem Strohhalm. Den Rest werde ich so austrinken. Oh je. Das war's. Ich bin fertig. Ups. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh, was für ein schlimmer Mundgeruch. Mir wird schlecht. Ups. Das wollte ich nicht. Was ist das denn für ein Luftballon? Sieht ja interessant aus. Ich werde meinen mit einer Nadel durchstechen. Schau mal. Das sind ja Chips. Aber die sind mega scharf. Und was hast du? Ich hoffe, ich krieg was Gutes. Wow, das sind ja Lutscherringe. Genau solche wollte ich. Wahnsinn. Die sehen mega hübsch aus, wie kleine Diamanten. Aber mit Schokolade werden die sicher noch besser schmecken. Ach, diesen tollen Ring werde ich mir natürlich aufsetzen. Jetzt mache ich dasselbe noch mit dem Rest. Jetzt bin ich eine echte Schokoladenkönigin. Hey, Brittany. Gibst du mir vielleicht was? Ach, wie auch immer. Ich werde wohl meine blöden Chips essen müssen. Ich hoffe, die werden nicht allzu scharf sein. Na, so weit, so gut. Ups. Oh Mann, ich bin wie ein feuerspeiender Drache. Ich spieße meine Chips auf. Und jetzt kann ich sie ganz bequem in die Schokolade tunken. Vielleicht wird die Schokolade diesen scharfen Geschmack ein bisschen überdecken. Das werden wir gleich herausfinden. Lecker, lecker, lecker. Hey, was machst du denn da? Ich habe schon fast alles aufgegessen. Oh nein! Ich brenne! Oh, wie ein echter Drache! Hilfe! Warte, ich habe eine Idee. Hier, so. Geht's dir besser? Ja, vielen Dank. Tatsächlich, jetzt geht's mir besser. Schau mal, was wir hier haben. Mach mal Schnick, Schnack, Schnuck. Yeah, ich habe gewonnen, also fange ich an. Oh, das ist ja eine kalte Wassermelone. Und was hast du bekommen? Und ich habe was richtig Seltsames. Ist das so eine Art Götterspeise? Mal sehen, was da drin ist. Die wabbelt voll lustig. Ist doch lustig, oder? Nee, nicht besonders. Und dieser Krug ist wohl extra hier, um Schokolade abzuzapfen. Und jetzt damit meine Götterspeise zu begießen. Sieht schön aus. Probieren wir mal. Oh nee, da ist ja Brokkoli drin. Ich habe keine Lust auf Brokkoli. Aber ich muss wohl trotzdem was probieren. Was für ein Albtraum. Oh, ich will gar nicht hinschauen. Aber ich werde es schaffen. Noch ein letztes Stückchen. Das schmeckt fürchterlich, aber besser als gar nichts. Jetzt bist du dran. Ich habe Glück gehabt. Ich werde nämlich ein Wassermelone-Stückchen in die Schokolade tunken. Also ich würde sagen, das ist die perfekte Kombination. Kann ich vielleicht auch was davon probieren? Vielen Dank. Vor allem im Vergleich zum Brokkoli schmeckt das gut. Okay, fertig sind wir. Wobei, nein, die Kerne. Jetzt sind wir fertig. Was für ein Spaß. Schokolade. Ich habe ein paar Corn Dogs bekommen. Und ich habe einen Hundeknochen. Wollen wir vielleicht tauschen? Tauschen? Natürlich nicht. Oh, ich habe voll die leckeren Corn Dogs bekommen. Mal sehen, wie die mit Schokolade schmecken werden. Probieren wir mal. Oh, dieser Käse zieht sich voll lang. Oh. Mann, ich will auch was. Oh, ich bin noch nicht ganz fertig. Diese zwei tunke ich auch noch in die Schokolade. So viel Schokolade.
Hey, könntest du ein bisschen vorsichtiger sein mit den Spießen? So, jetzt bin ich satt. Jetzt bist du dran. Okay. Oh Mann, ich habe was richtig Seltsames. Ist das wirklich ein Knochen? Probieren wir mal. Ich hoffe, dass ich ihn überhaupt beißen kann. Aua! Bist du lustig? Das ist irgendwie gar nicht lustig. Moment, ich habe eine Idee. Hey, schau mal. Was denn? Ich sehe nichts. Hast du schon alles aufgegessen? Ich glaub dir nicht. Mene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Ich kann die Kiste als Erste öffnen. Was ist da wohl drin? Mal sehen. Oh, wow, das sind ja rosa Borki-Stäbchen. Super, mal sehen, was ich habe. Oh nein, ich werde das nicht öffnen. Bitte. Ach du meine Güte. Das sind ja echte Larven. Soll ich vielleicht anfangen? Okay. Und du kannst dich so lange vorbereiten. Oh, ich liebe diese Porky-Stäbchen. Aber wisst ihr, was noch besser ist? Diese Porky-Stäbchen in Schokolade zu tunken. Doppelte Schokolade. Super. Wer braucht schon diese Pappe? Weg mit der Verpackung. Ich werde einfach alle Sticks gleichzeitig in die Schokolade tunken. Das sieht gut aus. Darf ich was? Nein, das gehört alles mir. Alle auf einmal schmecken richtig gut. Wirst du etwa wirklich alles aufessen, ohne mir was zu geben? Ja, jetzt bist du dran. Muss das sein? Wollen wir vielleicht einfach weitermachen? Nein, nein, nein. Ich will dir gerne dabei zuschauen. Okay, ich tunke die Dinger in die Schokolade. Vielleicht schmecken die ja gar nicht so ekelhaft. Oh, wie schlimm. Ich kann gar nicht glauben, dass ich die wirklich esse. Wie furchtbar. Ungeheuerlich. Mir wird gleich schlecht. Bitte, bitte, halte durch. Diesmal will ich aber anfangen, okay? Oh, wow, ein rosa Donut. Ist das nicht toll? Und was hast du? Ich habe gekochte Garnelen. Mit Schokolade, wie eklig. Dann will ich erstmal anfangen. Ich habe einen tollen, lustigen Donut. Wenn ich den erstmal mit Schokolade überziehe. Einfach unglaublich appetitlich. Ich kann es kaum erwarten, ihn einfach zu verschlingen. Wow, bist du schnell. Das war einfach unglaublich lecker. Und jetzt bist du dran. Oh, ich habe noch nicht einmal in den schlimmsten Träumen von sowas Ekligem geträumt. Okay, einfach mal in die Schokolade tunken. Aber irgendetwas sagt mir, dass das mega ekelhaft sein wird. Genau so ist es. Okay, ich konzentriere mich einfach und stelle mir vor, das wäre was anderes. Schau dir, ich bin stark, ich kann das schaffen. Seht ihr? Sowas habt ihr sicher nicht erwartet, oder? Ich bin fertig. Amen. Wow, das hast du richtig toll gemacht. Ah, ich weiß, das war eklig. Kann passieren. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Wacht auf. Es wird Zeit für eine neue Barada-Challenge. Nein, lasst uns raus. Was soll das? Hey, Mia, schau mal. Das sind ja verschiedene Schlösser. 1, 2, 3, 4, 7 Stück. Au. Oh mein Gott. Was war das denn? Lass mal überprüfen. Denkst du, wir sollen am Seil ziehen? Na los. Frag mich, was da drin ist. Wow, das sind ja Skittles. Ein ganzer Eimer voller Süßigkeiten. Oh, ist ja gut. Come on! Mia, zieh an deinem Eimer. Lass mal herausfinden, was da drin ist. No! Oh nein, ich dachte, das wären auch Süßigkeiten. Oh mein Gott. Haha, siehst du lustig aus. Du bist voller Farbe. What? Ja, ich habe was gefunden. Marie, schau mal, das ist ein Schlüssel. Ich frage mich, zu welchem Schloss er passt. Aha, zu dem wohl. Ja, das erste Schloss ist offen. Okay. Oh, es hat sich schon wieder was verändert. Wir müssen herausfinden, was da drin ist. Schnick, schnack, schnuck. Puh, du darfst anfangen. Okay. Na gut, mal sehen.
sind ja Würmer. Beruhig dich, Mia. Die werden dich schon nicht auffressen. Du musst nur den Schlüssel rausholen. Oh nein, was soll das? Voll eklig. Hä? Was ist das denn? Das ist doch gar kein Schlüssel. Ach so, das ist der Code für das zweite Schloss. Siehst du, wir haben es geöffnet. Wir haben es geschafft. Was erwartet uns als nächstes? Schau mal, das ist eine Schachtel, aus der Strohhalme rausgucken. Yummy. Ich will das nicht trinken. Okay, dann fange ich an. Oh, wie eklig. Ich kann das nicht trinken. Du bist dran, Marie. Wow, das ist richtig gut. Ich will mehr davon. Was ist denn? Kannst du vielleicht deiner Freundin ein bisschen was geben? No. Nein. Das war richtig gut. Aber da war kein Schlüssel drin. Oh nein, das heißt, der Schlüssel ist in meinem Glas. Ich tue das nur, um uns zu befreien. Da ist der Schlüssel. Ich habe ihn gefunden. Beeilen wir uns. Wir müssen das dritte Schloss öffnen. Wow, wir sind so ein gutes Team. Hä? Was ist es diesmal? Machst du den Safe auf? Nein. Okay, dann fange ich an. Oh, das ist ja ein Schokomuffin mit Nüssen. Oh, ist das lecker? Hey, Mia. Na gut, jetzt bin ich dran. Wow, was ist das denn für ein Blaster? Ich frage mich, was er bewirkt. Hey, sei bloß vorsichtig damit. Ist ja gut. Hier, kannst du haben. Hä, wie funktioniert das? Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Öffne den nächsten Safe. Mal sehen. Oh, das ist ein stinkendes Stück Käse. Mir wird übel davon. Ah, ich weiß, was wir da tun können. Oh, wow, ein Regenbogenkuchen. Schau dir das nur an. So ein Stück esse ich gerne. Oh, lecker. Gibst du mir auch was? Natürlich. Hier, kannst die Hälfte haben. Oh, Mann, wie lecker. What? Aua. Was ist mit dir los? Erstickst du? Ich werde dir helfen. Ah, das ist der Schlüssel, Mia. Yeah, beeilen wir uns. Großartig, wir haben es geschafft. Oh, schon wieder. Schauen wir mal. Bingo. Ene, mene, ist es. Krabbelt in der Kiste. Na los, Marie, fang an. Oh nein, was ist das denn? Das sind Mäuse, Mia. Ich habe Angst vor Mäusen. Okay, ich muss ausatmen. Ich muss mich beruhigen. Okay, ich habe den Code gefunden. Mal wieder ein Code. Den geben wir ein. Yeah, das war einfacher, als wir gedacht haben. Und weiter. Schon wieder Strohhalme. Yummy. Hoffentlich kriege ich diesmal was Leckeres. Probieren wir mal. Wow, das ist ja Cola. Ich liebe Cola. Yummy. Aber da scheint nichts drin gewesen zu sein. No. Okay. Jetzt bin ich dran. Oh, was für eine Abscheulichkeit. Ich kann das nicht trinken. Moment, ich glaube, wir brauchen unser Zauberblaster. Jetzt muss da sicher was Leckeres drin sein. Ich glaube an dich. Ein köstlicher Schokomilkshake. Na? Nichts? Ah, war nur ein Scherz. Hier ist der Schlüssel. Marie, darf ich mal? Natürlich. Und die nächste Aufgabe kommt in 3, 2, 1. Los geht's. Oh, wow. Du darfst als Erste öffnen. Nein, du bist dran. Okay, was haben wir hier? Ah, was soll das? Jetzt bin ich voll dreckig. Ah, wie siehst du denn aus? Jetzt bist du dran. Na gut, mal sehen. Nein.
dieses Blau steht dir sogar. Oh, blöde Farbe. Jetzt bist du wieder dran. Hör auf zu lachen. Nee, lass uns abzählen. Gleichstand. Also tun wir es zusammen. Da ist der Schlüssel. Hurra, wir sind wieder frei. Herzlichen Glückwunsch. Das war der letzte Schlüssel. Lass uns sofort gehen.